einmal dieses wunderschöne, tiefe Osterevangelium bedenken dürfen, das uns der Evangelist Johannes in seinem 21. Kapitel überliefert hat, so wird es deutlich in diesen Wochen, da wir uns hoffentlich auch innerlich mit dem Herzen mit Ostern beschäftigen und nicht Ostern schon wieder lange hinter uns gelassen haben, dass es um die Sendung der Kirche geht. In den Evangelien finden wir unterschiedliche Aspekte, wie die Kirche auf den Weg gebracht wird. Der Evangelist Johannes sagt uns, dass die Kirche geboren wird aus der geöffneten Seite, aus dem zerrissenen Herzen Jesu am Kreuz. Der Evangelist Lukas sagt es in seinem zweiten Teil in der Apostelgeschichte, die Kirche wird durch den Geist Gottes, der ausgegossen wird, am Pfingsten neu geboren. Dieser Geist, den Jesus am Kreuz aushaucht über dieser Welt, aushaucht über der werdenden Kirche, aushaucht über uns und er übergab den Geist. So können wir in diesen Texten, in allen diesen Texten, aber besonders in diesem tiefen, dichten Text, den wir eben hörten, etwas erfahren über die Sendung der Kirche, über das Wesen der Kirche, über die Arbeit der Kirche und über die, die es tun, über Persönlichkeit und Amt. Das ist nicht besonders in, ich weiß. Darüber sprechen wir eigentlich inzwischen seit Jahrzehnten gar nicht mehr und das scheint mir ein großer Fehler zu sein. Wir haben alles irgendwie aufgelöst. Die Priester haben kein Amt mehr, sie sind nur noch Persönlichkeiten, das heißt, sie sind am Ende nur noch Menschen. Natürlich sind sie Menschen, was sonst? Und zwar manchmal ziemlich schlimme, Anwesende nicht ausgenommen. Aber sie sind auch gesendet und haben ein Amt. Und in unserem Evangelium wird das besonders deutlich. Wenn der Mensch an sich, sagen wir einmal diesen alten Begriff, die Seele vor Gott steht, kann sie nichts Besseres tun, als dass sie nackt ist, vollkommen bloß. Nicht bloßgestellt, aber bloß. Gott kennt sie. Gott kennt jeden von uns. Das Evangelium heute setzt noch einmal einen anderen Akzent, weil es nicht um die Persönlichkeit, um den Menschen Petrus geht. Den haben wir auch kennengelernt in der Passion. Wir kennen das, den Mund groß aufreißen und dann Jesus noch in der gleichen Nacht zu verleugnen. Ich gehe für dich in den Tod. Kenne ich nicht, nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wovon ihr sprecht. Hab überhaupt nichts mit dem zu tun. Dreimal, kurz hintereinander, noch bevor der Hahn kräht und ihm deutlich macht, was er denn da eigentlich getan hat. Hier geht es nicht um diesen Menschen, sondern um sein Amt. Deshalb sagt uns das Evangelium in einer feinen Spur, er weiß, dass er nackt ist, aber er bekleidet sich. Ist das nicht merkwürdig? Er bekleidet sich, um ins Wasser zu springen. Also bitteschön, das weiß eigentlich jeder von uns, dass wenn man baden geht, man macht es eher umgekehrt. Ja? In dieser Widersprüchlichkeit liegt ein Potenzial, liebe Schwestern und Brüder. In dieser Widersprüchlichkeit, an dieser Widersprüchlichkeit müssen wir uns festmachen. Das ist sozusagen ein Widerhaken im Text, ein Angelhaken, der uns packt und bei dem wir hängen bleiben sollen. Es geht eben nicht nur um die Person Petrus, es geht um sein Amt. Das in den Texten des Evangeliums immer angedeutet ist, weil er der Erste ist. Weil er der Erste der Gesendeten, der Erste der Apostel ist. Deshalb bekleidet er sich. Es ist eine winzige Verzögerung, die entsteht. So sagt es Adrien von Speyer. Weil die Kirche amtlich ist und in Petrus zeigt sich die ganze Kirche. Weil die Kirche amtlich ist, braucht sie Zeremonien, muss sie dem, was sie tut, einen offiziellen Anstrich, eine gewisse Feierlichkeit geben. Es mag seltsam erscheinen, dass Petrus sich anzieht, um ins Wasser zu gehen. Auch die Kirche könnte vielleicht besser schwimmen, wenn sie weniger Kleider anhätte.
Und doch hängt es mit ihrem Amt zusammen, mit der Repräsentation der ganzen Menge vor dem Herrn. Denn alles muss eingeordnet werden auf den Herrn. Und das zeigt sich als Nächstes, was das Wesen der Kirche ist. Trotz seiner Kleider oder gerade wegen der Würde dieser Kleider wählt Petrus dennoch den kürzesten Weg. Er lässt nicht ein Beiboot ordern vom Ufer, da ist ja auch keiner außer Jesus, und sagt, rudert mich mal zum Herrn. Sondern mit seinen Kleidern springt er ins Wasser und geht direkt auf Jesus zu. Er hat diesen Funken von dem Jünger empfangen, den Jesus liebt und der Jesus liebt, der an seinem Herzen ruht. Er, Petrus, hat den Herrn selber nicht erkannt. Es ist Johannes, der diesen Wink gibt. Es ist das liebende Herz, das ihm sagt, es ist der Herr. Aber als dieser Funke übergesprungen ist, als diese, sagen wir, es ist zu nüchtern, es ist nicht einfach eine Information, es ist wirklich ein Funke von Herz zu Herz, ist Petrus nicht zu halten. Bis auf diesen kleinen Augenblick der Verzögerung, da er sich bewusst wird, dass er alle repräsentiert und deshalb nicht nackt vor seinem Herrn erscheint. Was tun die anderen Jünger? Sie sind von Jesus auf den See geschickt. Sie haben versucht, selber etwas zu tun. So wie wir das heute auch machen. Die Kirche hat erprobt, was sie tun kann. Nichts. Rein gar nichts. In dieser Nacht fingen sie nichts. Erst auf das Wort Jesu hin. Werft das Netz auf der rechten Seite aus. Es ist ein voller Fischfang. So sehr, dass sie es kaum schleppen können, dieses Netz. Manchmal frage ich mich mit unserer Aussichtslosigkeit von Pastoral, mit unserer kirchlichen Wirklichkeit hierzulande, mit all den unzähligen Bemühungen und dem wirklich vielfältig auch anzutreffenden guten Willen, sind wir eigentlich immer noch in der Situation der Jünger, dass wir nicht auf Jesu Wort hören und deshalb permanent auf der falschen Seite des Schiffes beschäftigt sind? Wir wissen es nicht. Wir wissen heute nicht darum, was vielleicht an Samen ausgesät wird unter Mühe, deren Früchte wir noch nicht erkennen. Aber man kann auf die Dauer doch auch den Eindruck gewinnen, liegt es vielleicht daran, dass wir gar nicht das Wort Jesu befolgen, dass wir einfach permanent auf der falschen Seite beschäftigt sind und uns das nicht eingestehen, dass wir nichts fangen. Müssen wir nicht neu lernen, vor den Herrn zu treten und ihm zu sagen, wir haben nichts. Um dann sein Wort neu zu hören, werf das Netz auf der rechten Seite aus. Das Evangelium ist nicht einfach nur historische Begebenheit, das etwas aus den fernen Ostertagen berichtet. Das Evangelium ist immer unsere Wirklichkeit, weil es die Wirklichkeit Gottes ist, die Gegenwart Christi in unserer Zeit. Und es gibt stets das Neue von Entfernung und Nähe. Nicht sind alle immer Christus nah, wie Petrus, der dann zu ihm aufbricht und ans Ufer geht. Die Jünger bleiben im Boot. Sie sind zunächst noch auf dem See, auch wenn es nicht weit vom Ufer entfernt ist. Manchmal entsteht auch in der Kirche der Eindruck, alle müssen wie Petrus sein oder alle müssen ganz entfernt sein. Diese merkwürdige Spannung, dass es unterschiedliche Orte in der Zuordnung zu Christus gibt und unterschiedliche Entfernungen, das ist das Zweite, was wir lernen können vom Wesen und von der Sendung der Kirche. Und dennoch gibt es, und das ist ein unbedingtes Muss, eine unbedingte Orientierung auf den Herrn zu.
Denn so sind auch die Jünger im Boot, weit entfernt. Ebenso wie Petrus, der als Repräsentant schon aufgebrochen ist. Und das, was wir lernen müssen, ist, wenn wir denn etwas vorzuweisen haben, was die Jünger dann schließlich in ihrem Boot anschleppen, das ist ja nicht die eigene Leistung. Das ist nicht unser Erfolg. Toll, so viele Fische im Netz. Es ist das, was wir geschenkt bekommen haben. Ob wir in der Kirche immer diesen Eindruck machen, dass das, was wir vorzuweisen haben, geschenkt ist von ihm, dem Auferstandenen, die Frucht seines Wortes und die Frucht des Gehorsams seinem Wort gegenüber. Und schließlich, es geht nicht darum, immer am Ufer, wie das Petrus schließlich tut, bei Christus zu sein. Es gibt beides. Auch das ist in dem Evangelium drin. Es gibt die, wenn man so will, wenn man das noch einmal mit diesen klassischen Begrifflichkeiten sagen will, es gibt die Aktion und die Kontemplation. Und es ist ein großer Irrtum, dass man denkt, man kann sich immer in der Kontemplation ergehen. Das sind wenige Momente, die geschenkt sind. Es ist interessant, dass Adrian von Speyer das schon vor vielen Jahrzehnten bemerkt, wenn sie schreibt, es wäre ganz falsch, wenn die Leitenden in der Kirche sich hauptsächlich darauf verlegten, zuzusehen, wie die anderen sich abmühen, ihre Ergebnisse zu sichten, die Statistik zu ihrer Lieblingsbeschäftigung zu machen, von der erhabenen Warte der Kontemplation auf die Arbeit der anderen zu blicken und nicht zurückzukehren in die wirkliche, ziehende, mühselige Aktion. Nicht darum, weil Petrus am Ufer steht, ist er die wahre Kirche, sind die übrigen nur eine untergeordnete Schar von Dienern. Der Blick des Petrus vom Ufer ist die Ausnahme. Das Boot mit den sich mühenden, schwitzenden und stöhnenden Arbeitern ist das Gewöhnliche. Nur eine Sekunde darf Petrus Halt machen, dann muss er zurück. Was Adrian von Speyer hier so kritisch für die Leitenden der Kirche anmerkt, das gilt für uns alle. Aber es gilt zunächst auch einmal vordringlich für die Leitenden. Wenn ich schaue, wie viel Raum Statistik inzwischen einnimmt in bischöflichen Behörden, in Pfarreien, auch in dem sozusagen, wir sind jetzt noch nicht als Kloster evaluiert, das kommt sicher irgendwann, wer kommt da, wie viele kommen da, das ist eine Frage, die mir eigentlich als erstes gestellt wird, wenn man davon berichtet, was wir denn hier tun. Und wie viele kommen da? Das ist der Dämon der Statistik, der schon um die Ecke schaut. Man steht am Ufer und bewertet. Man macht statistische Erhebungen. Statt selber auf den See zu gehen, das Ufer zu verlassen, dem Wort Jesu gehorsam zu sein, es ist das Wort des Auferstandenen, fahrt hinaus und werft das Netz auf der rechten Seite aus. Dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, ist ein Wort des Aufbruchs. In diesem Sinn ist Ostern wirklich ein Aufbruch. Uns zu mühen. Wir sind noch nicht angekommen am rettenden Ufer, beim Auferstandenen. Vor uns liegt die Arbeit, die zu tun ist. Aber es ist keine sinnlose, sinnentleerte Arbeit, orientierungslos, sondern es muss eine Arbeit sein, die sich vom Wort des Auferstandenen her versteht. Eine Arbeit sein, die nur getan werden kann in der Kraft seiner Auferstehung, in der Kraft seiner Person. Eine Arbeit, die nur getan werden kann und fruchtbar sein wird, wenn sie orientiert ist hin auf ihn. Und sie wird auch nur dann fruchtbar sein, wenn alle aufbrechen. Die, die die Kirche leiten und die, die zum heiligen Volk Gottes gehören. Fahrt hinaus auf den See.